mit dem Sprungweiten von dem ersten Angriff und ist einfach über Falken beteiligt. Für die Uni Riesen. Handy Sabat. Gutes Doppeln. Herr Röhner war oberhalb der Dreierlinie. Jetzt versuchten die Uni-Riesen durch die Mitte anzugreifen. Und mit einem wunderschönen Alley-oop ans Spiel. Scoren die Uni-Riesen Leipzig zum 4:3. Und Terrell Lauderman. Nächsten Punkt für die Drinks. Schön das Anspiel und von der Dreierlinie zieht Tim Schönborn rein Richtung Korb und vollendet per Korbleger. Zum 7:4 für die Dragons am Ball gleich beteiligt. Ja, der Mann mit BBL-Erfahrung aus dem Team der Leipziger. Insgesamt ist das Team der Leipziger auch nicht schlecht aufgestellt mit vielen bekannten Namen. Mit vielen bekannten Namen wie Christopher Flores, sehr bekannter Mann aus der Pro B. Auch Cahill Kelly, der Topscorer der Leipziger. Pochel Schmidt, George Schmidt, Falco Zeilig, schon bekannt von den Fraport Skyliners, Juniors von den Fraport Skyliners, von den Gießen 46ers. Viele bekannte Spielernamen, auch Marian Schick, die schon viel in ihrem Basketballerleben hinter sich haben und die jetzt hier mit den Leipzigern in die Playoffs gezogen sind. Ja, und manche denken sich, ja, Platz 3, das ist immer schon ein sicheres Ding, aber das ist es nicht. Gerade diese Leipziger Mannschaft kann immer für eine Überraschung sorgen. So haben sie in den letzten Spielen immer Teams geschlagen, die hoch oder höher als sie platziert sind in der Tabelle. Und sich dadurch den Schritt bis in die Playoffs noch gesichert. Und währenddessen Terrell Lauderman mit einem wunderschönen Dreier zum 12:12. Ja, die Leipziger lassen den Ball überhalb der Dreierlinie viel laufen, suchen das Spiel nach innen. Pick and Roll. Teilig. Schick. Ah, und direkt der Ballverlust der Dragons. 12:10. Für die Dragons.
Oh, das war schnell und Marian Schick mit zwei ganz einfachen Punkten. Da wurde er ganz allein gelassen und er macht die beiden Punkte für die Uni Riesen Leipzig. 12:12. Tim Schönborn aus der Bewegung, der Dreier daneben. Ball bei den Uni Riesen. Ganz offener Dreier für George Schmidt. 15:12 für die Uni Riesen aus Leipzig. Ja, die nächste Begegnung findet nächsten Samstag in der Arena Leipzig statt. Um 19:30 Uhr. Und Schönborn mit dem Offensivrebound und versucht, den Ball wieder reinzulegen. Teilig. Viel geht heute über Teilig auf Kelly, den Topscorer im Team von Teilig Schau. Marian Schmidt, oh, der tänzelt viel in der Zone, versucht den Ball direkt abzulegen, verliert ihn dabei. Die Dragons mit dem Schnellangriff über Tim Schönborn. Und der Herkorbleger zum 14:15. Und auch die Uni Riesen machen das Spiel schnell. Ball wieder raus auf Sascha Arnsee. Kelly mit dem Versuch vom Deep Rebound. Der Ball im Aus. Die Dragon, die Leipziger bekommen den Ball und wechseln aus. Marian Schmidt Schick geht raus und Jörn Wessels kommt in die Partie. Bei den Dragons kommt Savo Milovic. Und auch Christopher Flores kommt auf die Partie für die Leipziger. Schönes Abspiel durch die Zone auf Sascha, auf Jörn Wessels und der legt ganz leicht ab zum 17:14 Auszeit Dragons Rhöndorf und das erlaubt uns einen Blick auf den eben genannten Falko Teilig zu werfen, den Mann mit BBL-Erfahrung, 23 Jahre ist er erst alt und ihn haben wir mal in den Vergleich gestellt mit Fabian Thülig. Ja, nicht nur die Namen ähneln sich auch, die Karriere ähnelt sich ein wenig. Fabian Thülig, der mehrere Jahre bei den Telekom Baskets Bonn gespielt hat, steht heute Falko Teilig, der mehrere Jahre bei Gießen und hauptsächlich bei den Frankfurt Skyliners gespielt hat, entgegen. Allerdings werden sie sich wahrscheinlich auf dem Feld. Wahrscheinlich werden sie sich aber auf dem Feld nicht wirklich oft begegnen. Denn Fabian Thülig spielt auf der Small-Forward-Position, während Falko Teilig, wie bisher im Spiel auch gesehen, auf den Ball bringt. Von als Point Guard. Ja, bei den Punkten. Fabian Thülig macht im Schnitt 12,9 Punkte und ist damit einer der besten deutschen Spieler in der Pro B. Falko Teilig mit 10,2 Punkten pro Spiel. Und bei den Steals hat Fabian Thülig 1,7 Steals pro Spiel, während Falko Teilig 1,1 Steal pro Spiel holt. Jetzt sind wir aber gespannt. Wird es weiter so sein, dass die Leipziger das Spiel über Falko Teilig aufziehen oder werden die Dragons versuchen, dies zu verhindern in Position von Viktor Frankl-Maus, der jetzt den Ball über die Mittellinie bringt. Die Dreierlinie suchen sie das Inside Game. Ball wieder raus. Savo Milovic verschießt ihn. Justin Smith versucht den Ball. Theron Loudermill versucht den Ball zu retten. Und schafft dies nicht. Ballbesitz für die Uni Riesen aus Leipzig. Ja, schön das Inside-Game gesucht. Über die Nummer 7 der Uni-Riesen Cahill Kelly, der jetzt sich damit selber belohnen darf mit dem Foul.
Mit einem ganz klaren Foul am Arm. Macht den ersten Ball noch rein. Ja. Womit haben die Dragons die letzten Spiele begeistert? Die Dragons konnten in den letzten Spielen häufig in den ersten Minuten den Gegner schon überrennen. Sowohl offensiv als auch defensiv. Was aber auch schon im letzten Spiel gegen Karlsruhe nachgelassen hat. Wo sie auch erst im zweiten Viertel langsam in Lauf kamen. Und auch das werden wir heute wahrscheinlich öfters sehen. Justin Smith wird den Ball jetzt häufig in die Hände bekommen. Teilig am Ball. Und wieder Kelly erreicht ihn nicht, spielt überschick zu Flores. Dieser zieht in die Mitte. Ja, ganz klares Foul von Viktor Frankl-Maus, der das Bein leicht rausnimmt. 3 Minuten noch auf der Uhr. Fabian Fühlig geht aus der Partie. Bei den Dragons. Und ins Spiel kommt Tim Schönborn und Florian Mizzi. Wieder der Ball über Falco Teilig. George Schmidt. Ah, zieht zum Korb, aber er benutzt den linken Arm und drückt damit Tim Schönborn weg und kriegt das Offensivfoul. Und holt sich damit sein zweites Foul in dieser Partie schon ab. Die Dragons im Ballbesitz. Wieder Franke Maus auf Florian Mendeler. Den jungen Center setzt sich super durch mit 2 Schritten schnell zum Korb. Florian Mendeler mit 2 Punkten für die Dragons. Michael Teilig wieder am Ball. Er, alles läuft über ihn. Er ist der Puppenspieler der Leipziger. Oh, da versucht sich Christopher Flores gegen 3 durchzusetzen. Und verliert den Ball. Dragons versuchen schneller zu machen. Viktor Frankl-Maus wird schön abgeräumt. Von Marian. Von Björn Wessels. Christopher Flores mit dem Dreier direkt auf den Block. Oben auf der 24-Sekunden-Uhr. Ballbesitz bei den Dragons. Und erneute Ballverlust durch die Dragons. Christopher Flores schnell zum Korb und macht die 2 Punkte für die Uni Riesen Leipzig. Schönes Alley-U-Bahn-Spiel. Florian Mendeler verlegt den Ball. Chris Flores fordert den Ball, kriegt ihn nicht und er legt ihn ganz hoch übers Brett in den Ring. Falco. Teilig. Und das nächste Foul gegen die Uni Riesen Leipzig. Die Nummer 8, Magnus Heinrich. Mit seinem Foul. Und jetzt kommt mit der 24 Sascha Arnseel. Und eine kleine Pause für Falco Teilig. Ballverlust durch die Dragons. Die Uni Riesen machen das Spiel schnell, stoppen ab. Versuchen jetzt den Ball wieder auf die Inside-Spieler zu bringen. Jörn Wessels mit dem Pick'n'Roll, aber sie verlieren den Ball. Justin Smith macht das Spiel schnell. Viktor Frankl-Maus mit dem Korbleger zum 18, zu 22. 42 Sekunden noch auf der Uhr. Sascha Arnseel. Flores. Ball raus auf Sascha Arnseel mit dem Dreier aus dem Step und er fällt nicht rein. Ballbesitz für die Dragons.
Smith gegen 2. Draußen steht Savo Milovic. Und Schrittfehler von Justin Smith. Ja, da stand draußen Savo Milovic ganz blank, um den Ball reinzuwerfen. Aber er hat den Ball nicht bekommen. Und die Uni-Riesen aus Leipzig kriegen nochmal 10 Sekunden in diesem Viertel, um den Ball im Korb unterzubringen. Chris Flores, Pick and Roll mit Casey Kelly. Und sie haben die Zeit aus dem Blick verloren. 18:22 ist der Spielstand nach dem ersten Viertel hier im Dragon Dome. Ja, die eben beiden genannten Amerikaner wollen wir nochmal kurz ans Licht bringen. Justin Smith, der Power Forward der Dragons, mit 22,3 Punkten im Schnitt pro Partie, 11,4 Rebounds. Das heißt, er holt sich im Schnitt in jedem Spiel ein Double-Double. Sein Season High letzte Woche mit 23 Punkten, 10 Assists und 10 Rebounds. Also einem sogenannten Triple-Double gegen Karlsruhe. Ah, auf der anderen Seite ist Cahill Kelly, der Center der Uni-Riesen. 15 Punkte macht er im Schnitt, holt sich 9,4 Bretter und sein Season High waren 24 Punkte gegen Wedel. Ja, wie haben die beiden bisher gespielt? Ja, Justin Smith 10 Minuten durchgespielt, 2 Punkte und 3 Rebounds. Cahill Kelly auch noch nicht so aufgefallen wie sonst. 3 Punkte und einen Rebound. Besonders noch Marian Schick, 8 Punkte. Marian Schick mit 8 Punkten. Und bei den Dragons Topscorer bisher Teron Laudermill mit 5 Punkten. Aber das sind Playoffs und jetzt gehen wir ins zweite Viertel. Dragons Grönhoff gegen die Uni-Riesen aus Leipzig. Ja, gucken wir uns auch mal die Trefferquoten im ersten Viertel an. Die Dragons haben aus 12 Versuchen 7 getroffen im Zweierbereich und damit 58% ihrer Würfe getroffen. Die Uni-Riesen aus Leipzig mit 69% Trefferquote im Zweierbereich. Währenddessen 3 Punkte durch Tim Schönborn. Ja. Wir weiter im ersten Viertel. Das Wichtige vielleicht jetzt schon waren die 5 Turnover der Dragons, die aber auch 5 Turnover der Uni-Riesen aus Leipzig gegen sich bringen. Und alles spricht dafür, dass wir hier eine unglaublich enge Situation haben. Ja, was spricht heute für die Dragons oder für die Leipziger? Ja, vielleicht ist es der Heimvorteil, der heute die Dragons ins Spiel bringen kann. Der auch die Dragons heute zurückholt ins Spiel und dieses Spiel nutzen kann. Die Leipziger, ja, für die spricht der kleine Lauf. Die 3 Spiele, die gaben Selbstvertrauen. Und in den 3 Spielen konnten sie so viel Selbstvertrauen tanken, dass sich die Leipziger schon zu Drachenbesieger nennen wollen. Und aktuell sind sie auf einem guten Weg. 23:21 für die Uni-Riesen aus Leipzig. Die Dragons im Ballbesitz. Savo Milovic verlegt den Vorbleger. Direkt aggressive Manndeckung durch Florian Wendeler, um den Ball direkt zurückzuerobern. In der Ecke Chris Flores gesehen. Inside auf Kelly, den suchen sie heute. Ja, und wieder ein Foul. Ja, jetzt zeigen die Dragon-Spieler alle mal kurz auf. Mal sehen, für wen sich der Schiedsrichter jetzt entscheidet. Ja, das Foul gegangen. Zwei Schuss geben. Und das Foul. Gegen Florian Mendler, der jetzt auch was wenden. Wieder vom Parkett geht. Sein erstes Foul. Zwei Freiwürfe für Cahill Kelly.
Vojinović hält den Ball. Pick and roll mit Justin Smith. Und er schießt den Dreier. Ja, und er wollte das Foul dabei haben. Sah aus meiner Position noch ein wenig nach dem Foul aus. Schiedsrichter geben es nicht. Das ist in Ordnung. Kleiner Kontakt. Es geht weiter. Und auf der Gegenseite. Der Dreier für die Uni Wiesen Leipzig. Durch Magnus. Heinrich. 27 zu 21 für die Uni Wiesen aus Leipzig. Der nächste daneben geworfen und Schuss bei den Dragons, Justin Smith mit dem Rebound und ja, ganz klares Foul. Ganz klares Foul durch Chris Flores, der Theron Laudermill am Arm festhält und so das Anspiel verhindert. Einwurf für die Dragons. Da der Frühling zieht zum Korb, wird gefoult. Oh, was haben wir jetzt? Markus Heinrich, sein zweites Foul. Fabian Frühling wird an die... Nein, es gibt keinen Schuss. Okay. Es gibt Einwurf, das Foul vor der Schlussbewegung. Und Theron Laudermill mit seinem zweiten Dreier in diesem Spiel. 24 zu 27. Ja, die Uni Wiesen Leipzig suchen in letzter Zeit viel den Topscorer. Kelly, der Mann, der vor den Pacific Tigers aus der NCAA Division 1 kam. Und im Schnitt 15 Punkte pro Spiel macht. Soll auch heute das Spiel auf sich ziehen. Schön gezogen, aber den Fastbreak zu inkonsequent abgeschlossen. Marian Schick der Gegenseite spielt den Ball raus. Dreier Versuch zu lang. Foulentscheidung gegen die Nummer 14. Marian Schick. Das ist sein zweites Foul. Beide Uni Wiesen aus Leipzig. Jörn Wessels macht sich bereit. Er will in die Partie. Er wird wahrscheinlich für Marian Schick kommen. Ja, genau. Er wird für Marian Schick kommen. Und die Uni Wiesen versuchen jetzt, Viktor Frankl-Maus über das ganze Feld zu stören. In Form von Chris Flores. Viktor Frankl-Maus hält den Ball sehr lange. Theron Laudermill. Ja, der ist heute gefährlich von der Dreierlinie. Und er nimmt den nächsten Schuss und den nächsten Dreier, der ist zu lang. Uni Wiesen wieder im Ball. Und wieder. Es ist Kelly, den lassen. Die Röhne aber heute ganz alleine unterm Korb. Den Topscorer der Uni Wiesen Leipzig. Lassen die Dragons ganz alleine unterm Korb stehen. Er kann da sein Spiel machen und Foulentscheidung gegen die Uni Wiesen Leipzig. Ganz enge Entscheidung, das ist immer. So Entscheidungen sind immer schwer für den Schiedsrichter zu treffen, weil es auch schon sehr stark nach offensiv faul aussieht. In diesem Fall hat er sich aber noch in den Körper rein bewegt und es gibt einen Defensivfoul. Und Ballbesitz für die Dragons aus Röndorf. Justin Smith sucht den Weg zum Korb. Er wirft den Ball. Uni Wiesen holen den Rebound. Ja, und das soll zu schnell gehen. Ja. Die Schiedsrichter haben sich entschieden für Ballbesitz für die Dragons. Leipziger haben aber noch als letztens einen Röndorf-Spieler am Ball gesehen. Also für die Dragons Röhner. Wieder über Theron Laudermill. Zieht zum Korb, wird von zwei Leuten verteidigt. Fabian Frühling auf Justin Smith und der hat heute sein Wurfglück noch nicht. Justin Smith hat heute sein Wurfglück noch nicht.
Viktor Franke im Aus mit einem schönen Spin-Move und verliert den Ball. Ja, die Dragons Rhönhoff haben in den letzten beiden Jahren die Playoffs zwar erreicht, aber nie die erste Runde überstanden. Vor zwei Jahren ging es gegen die Braunschweiger, wo man mit 2:0 die Segel streichen musste. Damals bei Braunschweig noch ein damals noch sehr unbekannter Dennis Schröder im Team, der die Dragons quasi im Alleingang in den Urlaub gebracht hat. Im letzten Jahr dann die spannende Serie gegen die Schwelmer Baskets. 2:1 endete diese Serie am Schluss für die Schwelmer, die auch das Heimrecht hatten in dieser Saison. Oh ja, jetzt beschwert sich Christoph Florence ein wenig zu sehr. Der Schiedsrichter mahnt ihm an, beim nächsten Mal, da kriegst du dein technisches Foul. Und der Trainer nimmt ihn vom Feld. Ja, und 2 Schuss gibt es jetzt für Tim Schönborn. Dieser verwandelt den ersten. Ja, Tim Schönborn hat seit dem letzten Jahr schon bei den Dragons Rhönhoff unter Vertrag ist. Immer mit einer sehr starken Freiwurfquote. Ja, kaum sagt man es. Fällt natürlich der Ball auch wieder aus dem Ring. In diesem Jahr hat er eine Freiwurfquote von 76,1%. Aus 71 Versuchen hat er 54 getroffen. Zeigt auch seine Konstanz von der Dreierlinie. Und da ist er wieder. Falco Teilig, ja. Ja, denn die Dragons lassen im Moment ihn und auch Kelly sehr oft und offen frei stehen. Ja, während die Leipziger mit 5 Teamfouls schon am Rand sind und jedes Mal nun die Dragons an die Linie gehen dürfen, Ballbesitz für Fabian Thülig, 7 Sekunden bleiben auf der Uhr, haben die Dragons erst 2 Fouls auf ihrem Konto. 7 Sekunden auf der Uhr. Theo Laudermüll für 3. Daneben Offensiv-Rebound, nicht bei den Dragons. Jörn Wessels mit dem Rebound. Foul gegen die Dragons Rhönhoff, Einwurf. Mit seinem ersten Foul in dieser Partie. Guter Einsatz durch Viktor Franke Maus. Ball bleibt in Reihen der Leipziger. Falco Teilig fordert den Ball wieder zurück. Aber Kelly sucht den Weg zum Korb und dieses Mal wird er gut verteidigt und trifft den Korb nicht. Schöner Griff für die Dragons über Viktor Franke Maus. Wieder das Pick and Roll mit Florian Mendeler, aber der Korb ist heute wieder wie verlagert. Die einfachen Korbleger verlegen die Dragons heute in Reihe. Chance für die Uni-Riesen, sich weiter abzusetzen. Ballbesitz weiter bei den Uni-Riesen. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Von Falco Teilig an Savo Milovic.
Spiel konnten die Uni Riesen Leipzig in Itzehoe mit 80 zu 78 gewinnen und haben sich damit den Playoff-Platz im letzten Spiel erkämpft durch einen freier Vergleich. Dieses Spiel war auch wieder Cahill Kelly, der Topscorer, einer der Topscorer bei den Uni-Riesen Leipzig, die sehr die Punkte verteilen. Im letzten Spiel konnte Christoph Flores mit 15 Punkten vom Parkett gehen, genauso wie Kelly. Hochel Schmidt mit 12, Balko Teilig mit 10, Marian Schick mit 16, Sascha Arnsehl mit 10 Punkten. Was wieder zeigt, dass die Uni-Riesen auch eine starke Bank im Hintergrund haben und dadurch viel absichern können. Dadurch auch ein großes Teamspiel aufziehen. Sie haben nicht den einen Scorer, wie es im Moment bei den Dragons ist, dass sie viel den Ball über Justin Smith laufen lassen. Viktor Frankl-Maus gegen Falko Teilig. Lass den Ball gut rotieren. Viktor Frankl-Maus mit der Attacke. So, nachdem wir jetzt schnell nochmal den Punktestand provisorisch retten konnten, hier auf unserer Tafel, gucken wir weiter auf das Spiel. 32 zu 35, letzte Minute vor Ende der ersten Halbzeit. Herr Lauder mal ganz locker, ganz lässig. Mit zwei Punkten.
1. Von Fabian Tönig zum 36 zu 35. Ja, bitte wundern Sie sich nicht, wenn ich in der Zwischenzeit immer mal ein bisschen da an unserer Grafik rumspielen muss. Leider gerade eine kleine Erschütterung bekommen, wodurch das Ganze ein wenig umgestürzt hat. Ich werde das gerade reparieren. Auszeit Leipzig, 37 zu 35. Es ist Playoff-Zeit. Es ist einfach nur verrückt. So, wir werden hier noch zwei Angriffe erleben. Der erste wird von Leipzig sein. Und dann wird es drauf ankommen. Wer wird mit dem guten Gefühl in die Kabine gehen? Die Dragons, die gerade eine kleine Aufholjagd gestartet haben und durchgezogen haben. Oder die Leipziger, die mit einer verdienten, quasi verdienten Führung in die Viertelpause gehen. Justin Smith mit dem Steal und mit den Punkten. 39 zu 35. Justin Smith. Foul durch den Youngstar der Dragons, Kostya Moshili. Sein erstes Foul. Die Dragons haben aber noch keine Teamfouls erreicht. Ja, scheinbar wurde er auch nur dafür gebracht. Kostya Moshili auf dem Feld gewesen, foult und geht runter. 16,4 Sekunden noch auf der Uhr. Ballbesitz bei den Dragons und Ende des zweiten Viertels. Die Dragons können mit einer guten Defense oder durch eine gute Defense mit einer 4-Punkte-Führung in die Halbzeit gehen. Halbzeit heißt auch für uns. Kleine Verschlaufpause hier aus dem Hexenkessel in Rhönau, aus dem Dragon Dome. Wir melden uns in circa 5 Minuten wieder mit dem Scouting der Partie.
Leipzig haben wir natürlich gesehen. Kommt zunächst mal zu den Topscorern. Schauen wir mal Tele Wiesn Leipzig. Topscorer der Leipziger Moment, die Nummer 14, Marian Schick mit 10 Punkten, gefolgt von Kali Kelle mit 7 Punkten und Falke Teilig derzeit mit 6 Punkten. Nur 4 Top-Rebounder auf Seite Tele Wiesn Leipzig ist mit 5 Rebounds Kali Kelle. Beide wieder gezwungen auf Topscorer in Halbzeit 1. Ferry Lorna mit 12 Punkten gefolgt von Tim Schönborn mit 8 und jeweils mit 6 Punkten notiert Justin Smith und Fabian Thunig. Top-Rebounder, Halbzeit 1. Bei den Blackets ist Justin Smith mit 5 Rebounds. Gesamtteamstatistik. Uli Wiesn Leipzig gewinnt das Rebound-Duell in Halbzeit 1 mit 21 zu 17. Die 3-Punkte-Statistik: 33% bei den Regens 3 von 9, 29% bei den Uli Wiesn Leipzig 2 von 7. 60%, 85%. Die Freiwurfquote der Regens 50% bei den Uli Wiesn Leipzig. Aus dem Feld. Nur die Riesenleitung 15 von 29 Würfen, 14 von 34 sind es auf Seite der Dürfnis. Dass es eine ganze Menge tut im Bereich der Dance-Teams, der Dragons. Die Dragons-Dance-Teams werden sich in Zukunft komplett neu aufstellen. Es wird drei Dance-Teams geben, die heute schon gesehen haben. Mini Tiers, das Mini-Dance-Team der Altersklasse 6 bis 10. Dann gibt es das Junior-Dance-Team von 11 bis 15 Jahren und natürlich unser Dragons-Dance-Team ab 16 Jahren. Mehr Infos hierzu werden erfolgt, natürlich auf der eben schon erwähnten neuen Homepage. Interessierte Mädels und auch, wie man hört, staunende Jungs können sich vorab schon per Mail an info@dragons.de schon mal melden bzw. die Daten hinterlassen. Wie gesagt, es werden drei Dance-Teams entstehen. Das Mini-Dance-Team 6 bis 10 Jahre, das Junior-Team mit 11-Jährigen bis 15-Jährigen und das normale und so beliebte Dragons-Dance-Team ab 16 Jahren. Auf meinem Zettel steht weder eine Altersbegrenzung nach oben, noch ist es männlich oder weiblich ausgeschlossen. Also jeder, der sich motiviert fühlt, kann bei den Dance-Teams mitnehmen.
20, 18 Minuten stehen vor unserem Team und vor allem 20 Minuten, 20, 18 Minuten liegen vor ihnen. Denn jetzt, spätestens jetzt, muss die Halle ebenfalls in den Playoff-Modus. Zum großen Teil ist sie das schon, zum großen Teil aber auch noch nicht so ganz. Die Universität Leipzig sind eine harte Nuss, also brauchen wir nicht nur 900 Nussknacker, sondern 1400 Nussknacker. Also einfach nicht wundern, einfach nicht analysieren, einfach Gas geben, einfach anfeuern. Die Dragons sind in den Playoffs und sie sind jetzt auch. Also, Ruhe war gestern. Ab jetzt ist Dezibel-Alarm in den Playoffs. Der Profi. Und spätestens jetzt braucht der Schiedsrichter auch wirklich den Ball zurück, weil sonst gibt es hier keine Playoffs. So, wir gehen ins dritte Viertel. Die Dragons führen 39 zu 35 in dieser Partie. Der Ball bei Pfeifenteil. Wieder suchen sie Kelly unterm Korb. Gute Verteidigung durch Justin Smith. Also ein Ansehen versucht zum Kopf zu ziehen. Was ein Block! Direkt die Punkte. Das ist zumindest ein Ballvortrag. Gib den Ball auf Viktor Franke Maus. Jetzt die entscheidende Phase des Spiels. Wenn sich jetzt ein Team wirklich richtig absetzen kann, kann das im Spiel 1 schon vorentscheidend sein. Ein Verlust durch Tim Schönborn, holt sich den Ball sofort zurück und attackiert den Korb. Passt nochmal raus auf Terrell oder auf Justin Smith. Sie lassen den Ball laufen. Tim Schönborn für 3. Zu lang. Auf der Wurfuhr, Ballverlust und jetzt Terrell Loudermill mit dem Schnellangriff. Verliert den Ball auf der Gegenseite. Jetzt wieder der Schnellangriff der Leipziger, abgeschlossen durch die Elf der Leipziger. Jürgen Schmidt auch 2. Das ist Smith aus der Mitte des Tanz. Leipziger über ihr Teamspiel das Spiel aufzuziehen. Franco Teilig verteilt den Ball und der Dreier, der Zweier aus dem Eck geht nicht in den Korb. Die Dragons wieder im Angriff. Victor Franke Maus auf Terron Loudermill. Auszeit. Ganz gut genommen. Gut genommen Auszeit durch die Unriesen Leipzig. Und die Dragons gehen mit 10 Punkten in Führung in diesem Spiel. Hier können wir auch nochmal eben auf unsere beiden Schlüsselspieler der Partie schauen. Unsere beiden Schlüsselspieler in dieser Begegnung, Justin Smith und Kenneth Kelly. Aber
nochmal eben auf die Statistiken vor dem Spiel und schauen mal eben auf die Statistiken aktuell. Justin Smith liegt bei 10 Punkten und liegt bei 10 Punkten und 5 Rebounds, während Kelly, der Mann, über den das Spiel hauptsächlich geht, 7 Punkte und 5 Rebounds vorweisen kann. Die Dragons konnten sich in den letzten Minuten mit einem kleinen Lauf bis auf 10 Punkte absetzen. Und jetzt ist es Zeit, dass die Uni Riesen mit der Antwort kommt. Wieder der Ball über Falco Teilig. Teilig und Kelly, das sind die beiden Spieler, die sich hier bei den Uni Riesen ins Häufigere suchen. Langes am Ball. Tanz Tim Schönborn aus. Verteilt den Ball auf Teilig. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Teilig, schönes Abspiel auf Marian Schick. Und der Ball zählt. Stil Chris Flores. Der legt den Ball ganz cool rein. Und da sind es nur noch 6. Die Auszeit war klug gewählt durch Thais Shaw, der hier den kleinen Lauf der Dragons erstmal stoppen konnte. Wie geht es jetzt weiter? Ja, sie versuchen es mit einer Zonenverteidigung oder mit einer sehr tiefstehenden Mannverteidigung und Victor Frankl Maus mit dem Dreier. Ja, steht eine Zone gegen dich, dann schieß. Das hat er sich gedacht. Und dann hat er die 3 Punkte gemacht. Falco Teilig wieder einmal. Den Ball auf Kelly. Wieder auf Falco Teilig. Marian Schick, der setzt sich da immer wieder durch. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Marian Schick, der versucht sich immer wieder durchzusetzen. Dann aber der kleine Block. Und jetzt geht die Uhr wieder auf 14 Sekunden. Wenn ich richtig gesehen habe, dürfte es aber nur noch eine Sekunde sein. 14 Sekunden, das kann nicht stimmen. Ja, das gibt sich da besprechen, sich da auch nochmal. Es war ein klarer Block. Wir müssen wieder auf eine Sekunde runtergehen. Passiert auch. Eine Sekunde noch für die Uni Riesenland. Wieder ist jetzt bei den Dragons dann seinem Mann. Jetzt Unruhe beim Publikum. Eine Sekunde Zeit. Einwurf für die Uni Riesen. Ball geht rein. Und der Dreier nicht. Abgepfiffen. 24 Sekunden überschritten. Halbzeit für die Dragons genommen. Gute Verteidigung jetzt in dieser Angriffssequenz. Zügig auf Laudermill. Mit dem Fake und macht die Punkte. 50 zu 39 für die Dragons Dönhoff in der Playoff-Partie Nummer 1. Reinig wieder auf Kelly, verlegt den ersten, verlegt den zweiten, wird aber auch gefoult. Foul. Das ist Smith. An der Linie. Cahill Kelly, der heute mit seiner Freiwurfquote noch nicht so ganz glücklich sein kann. Jetzt bei 3 von 7. 4 von 8. 50% von der Linie. Der einzige bisher bei den Uni Riesen.
der Freiburg werfen durfte. Zieht über die Auslinie, über die Baseline zum Korb und legt den Ball rückwärts. Und Flores mit der gleichen Aktion spielt den Pass, der Dreier, und er sitzt. Und George Schmidt. 52 zu 43 für die Frankfurt Söhnung. Victor Franke Maus im Ballbesitz. Pick and Roll mit Justin Smith. Nicht genutzt. Fabian Thünig setzt sich wunderbar durch gegen 2 und macht die Punkte. 54 zu 43 für die Drakes, die sich jetzt leicht absetzen können. Gute Verteidigung. Mit 2 Mann verteidigen sie ihn jetzt in der Ecke. Dann geht es schnell. Victor Franke Maus wird gefoult. Nein, Schrittfehler. Schrittfehler von Victor Franke Maus im Fastbreak. Ballbesitz bei den Unisiten Leipzig. Und Fabian Thülig verlässt das Parkett nach 3 bärenstarken Aktionen. Super. Fehler auf dem Feld. Savo Milovic. Durchgezogen von Jörg Wessels, aber er kann den Punkt nicht machen. Mit dem Ball nach vorne auf Savo Milovic. Das ist Smith, versucht es mit dem Pick. Ja, zeigt wieder an, hier, ich spiele den Pick, wird aber hart bearbeitet von Jörg Wessels. Und Savo Milovic in and out. Foulspiel von Savo Milovic. Zweites Foul bei den Uniriesen, kommt wieder auf die Partie Marian Schick, und bei den Dragons kommt Florian Wendeler wieder zurück. Auch er schon mit einigen guten Aktionen im zweiten Viertel und konnte sich dadurch wieder zeigen, dass er gefehlt hat, als er verletzt nur zuschauen musste. Marian Schick, Chris Flores, wie gesagt, schon ein altes, bekanntes Gesicht aus der Probe, Chris Flores, auch Marian Schick und George Schmidt. Und er trifft den zweiten Dreier in Folge. Gut gezogen, der Floater von Victor Franke Maus daneben. Und das nächste Foul von den Dragons. Nummer 13. Aus. Sein zweiten Foul. Auszeit. Von den Dragons Röndorf. Bedeutet für uns, wir schauen uns nochmal die Ausgangslage an, wie die beiden Teams überhaupt in die Playoffs gekommen sind, wie sie reingestartet sind und wie es, wie wahrscheinlich sowohl in Leipzig als auch in Röndorf heißt, so soll es noch nicht vorbei sein. Die Uniriesen Leipzig sind als Tabellen Sechster in die Playoffs eingezogen. Mit 12 Siegen aus 24 Spielen. Und sie haben im Schnitt 73,17 Punkte gemacht. Ja, auch da sind sie wieder auf dem Weg, sich gut zu bewegen. Und sie hatten vor diesem Spiel eine kleine Serie von 3 Spielen gewonnen. Die Dragons Röndorf. Ja, stark in die Playoffs gezogen. Haben viele Fans hier im Umfeld nicht mit gerechnet, dass das doch nochmal so stark wird. Tabellenplatz 3 am Ende der Saison in der Pro B Süd. 14 Siege gegen 8 Niederlagen. 76,36 Punkte pro Spiel. Und sie haben die letzten 6 Spiele gewonnen. Und was man dazu noch sagen muss, wenn man sich die Punkteschnitte der beiden Teams anschaut, die gerade mal 3 Punkte Unterschied sind,
sehen wir schon wieder, das hier heute, das ist Playoff. Das ist Playoff-Charakter, das ist Basketball. Ja, und da kann, und da werden beide Teams weiter kämpfen, um ihren Punkt schon zu erreichen. Um Playoffs so erfolgreich zu bestreiten. An der Linie steht Falco Zeilig. Das 23-jährige Talent der Uni Riesen Leipzig, der Spielmacher, trifft bald. 48-54. Die Dragons konnten sich eben bis auf 11 Punkte absetzen. Jetzt kommen die Leipziger nochmal zurück. 6 Punkte noch der Unterschied. Die Dragons müssen jetzt punkten. Werden die Uni diesen Leipzig noch ein Stück näher rankommen. Und das ist natürlich ein Ball für Justin Smith. 2 Minuten noch im dritten Viertel zu spielen. Oh, viel zu kurz. Viel zu kurz. Und Fabian Fühlig mit dem Dreier. Der Gegenseite. Das ist jetzt gerade ein bisschen wild, das ganze Spiel. Foul von den Dragons. Ein Blockversuch. Von Florian Windler mit seinem zweiten Foul. Chris Doris steht an der Linie. Der bisher auch noch nicht das Spiel gemacht hat, was er eigentlich kann. Schauen wir uns mal kurz nochmal die Stats an dieser Partie. Beim Spielstand von 56 zu 49. Chris Flores mit seinen Punkten 5 und 6 in diesem Spiel. 56 zu 50. Auf der Wurf, wo Florian Wendler versucht, müsste Ballbesitz für Leipzig sein. Ja, genau, Ballbesitz für Leipzig. Das letzte war Florian Wendler am Ball. Ja, vielleicht eine ganz interessante Statistik, die wir kurz zwischendurch anbringen können. Rönhoff mit 12 Steals. Leipzig währenddessen Ball 6. Und das war Steal Nummer 13. Leipzig bei 16 Turnover inzwischen. Und Rönhoff hat bisher 10 Turnover in diesem Spiel gesammelt. Samu Milovic kriegt den Ball nach vorne. Einer Versuch. Ganz enge Verteidigung durch Florian Wendler an Marian Schick. Die beiden. Ja, das ist körperlich auf hohem Niveau. 27 Sekunden noch Sprungballentscheidung, Ballbesitz bei den Dragons Rönhoff. Der rote Pfeil zeigt in Richtung Gästebar. Eis in unserer Halle. Ballbesitz für die Dragons. Ja, wieder werden wir noch 2 Angriffe sehen. Die Dragons werden den nächsten abschließen können. Und können dann wahrscheinlich auf 8 oder auf 9 Punkte vorgehen. Sam Laudermüll wird für diesen Angriff nochmal reinkommen. Florian Wendler kommt raus. Leipzig versucht es mit einer Ganzfeldpresse. Falco Teilig ist an Savo Milovic dran, dann bringt den Ball halt eben Sam Laudermüll. 18 Sekunden noch auf der Uhr, 15 auf der Shuttle. Und da ist ein Foul abseits des Balls und das technische Foul hinterher. Chris Flores erst mit dem Foul abseits vom Ball, indem er den Gegnerspieler festhält und dann noch mit dem technischen Foul. Und das heißt für ihn erstmal Platz nehmen auf der Bank. Ja, ganz entscheidende Phase. Trifft Tim Schönborn, wie gesagt, ein sehr starker Freiwurfschütze auf Seiten der Dragons.
diese drei Würfe können die Dragons mit 9 und sie haben auch noch den letzten Angriff, vielleicht sogar mit 11 Punkten. Führung gehen, ja. Nein, es gibt keine Freiwürfe. Die Leipziger haben die Teamkonferenz nicht erreicht. Ein Freiwurf nur, Ballbesitz Dragons. 10 Sekunden noch auf der Schuss. Auf der Uhr. Slavo Milovic bringt den Ball. Sucht Justin Smith hoch. Der sieht im letzten Moment erst den Ball und kann ihn nicht fangen. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Sie lassen den Ball einrollen. Jetzt muss es schnell gehen. Falco Teile. Basra Bisa. Und er hätte auch noch gezählt. 57:50 für die Dragons Röndorf. 2 Minuten Entspannungspause und dann geht es weiter ins letzte Viertel. Im ersten Playoff-Spiel. Amen. Das können wir uns nur so erklären, dass ihr euch ausgerufen habt für etwas, was jetzt kommt, was wir noch nie erlebt haben. Also nochmal, die Dragons sind 7 Punkte in Führung, noch 10 harte Minuten stehen vor ihnen. Und nochmal, vielleicht schaffen wir es auch, dass die Kommen mitkriegen, wer was wann wo ruft. Und dann haben wir so die Qualität in der Halle. Und Florian, du bist so ein starker Mann. Hau auf die Truppe! So, und während Chris Fuhrmann die Halle nochmal eingeheizt hat, wir gehen nochmal ins Scouting. In dieser Atmosphäre hier am Enzenberg. Tim Schönborn, 9 Punkte. Justin Smith, 12 Punkte, 6 Rebounds. Viktor Frankl-Maus, 8 Punkte. Fabian Thülig, 10 Punkte. Taron Laudermel, 14 Punkte. Sabo Milovic liegt bei 2 Punkten. Und Florian Wendler ebenfalls bei den Uniriesen. Cahill Kelly, 8 Punkte. Marian Schick, 12 Punkte. Chris Flores, 6 Punkte. Falco Teilig, 8 Punkte. George Schmidt, 11 Punkte. Jörn Wessel, 2 und Magnus Heinrich mit 2 Punkten. Und der Block der Dragons und der Ballbesitz müsste bei den Dragons sein. 24 Sekunden sind abgelaufen. Schiedsrichter beraten sich. War der Ball vielleicht vor ihm aus? Gibt es noch mal eine Sekunde Angriffszeit? Ja, eine Sekunde noch. Mal für. Oh, da macht die 24 Sekunden, was sie will. Also, die Schiedsrichter wollen eine Sekunde, die 24 Sekunden nur, will keine Sekunde. Jetzt gehen wir noch mal von 14 runter. Eine Sekunde haben dann die Leipziger nochmal Zeit, um den Ball im Korb zu versenken. Und Ballbesitz bei den Dragons. Zieht energisch zum Korb und macht die Punkte. 59:50. Gute Defense bei den Dragons. Jetzt wieder der nächste Turnover der Leipziger. Fabian Thülig mit der Schussfinte zieht zum Korb und der Ball rollt rein. Fabian Thülig 61:50. Verwirft den Ball. Mit
Christoph Frankl mal aus dem Ballbesitz. Geht über die Mitte. Sieht Theo Laudermill. Der attackiert den Ring. Justin Smith versucht den Ball zu retten. Kriegt ihn nicht. Ballbesitz bei Nuni Wiesen Leipzig. Falko Teilig, der beim Vorversuch von Fabian Thülig gefault wird. Die beiden Ex-BBL-Spieler. Auf dem Weg zum Korb. Zwei Freiwürfe für Falko Teilig. Zweiter Freiwurf, Falko Teilig. Der erste war daneben. Der zweite sitzt. 8 Minuten 24, 10 Punkte. Nuni Frenks in Führung. Falko Teilig versucht jetzt, Viktor Frank im Ausbruch zu machen. Will den Stop erzwingen. Sind weggegangen von ihrer tiefen Mann-Mann-Verteidigung. Gewinnt den Ball. Falko Teilig schließt ab, per Korbleger. Oh, jetzt sind die Frenks zu Hause. Sie werfen den Ball nur noch nach vorne weg. Verlieren den Ball, gewinnen jetzt den Ball wieder zurück. Das ist Smith. Der ist nicht der Aufbauspieler, der Drinks. Aber natürlich am Ball. Die Theo Laudermill. Das Spiel geht wieder Richtung Korb. Theo Laudermill im Zusammenspiel mit Justin Smith. Ballbesitz bei den Uni Riesen. Der zweite Turnover in Folge für die Drinks. In dieser Phase des Spiels. Aber natürlich wird jetzt noch mal ein paar Minuten geschont. Zum Schönbau kommt aufs Parkett. Der Wischer ist gerade in Aktion. Deswegen die kurze Unterbrechung. Falko Teilig lässt den Ball weit ins Feld rollen, um sich damit Zeit zu sparen. Hat noch 20 Sekunden für den Angriff. Schön gesehen auf Sascha Arnhain. Der sieht Kelly und was ein Block von Theron Laudermill. Damit den Ball wieder sicher für die Drinks. Und Justin Smith mit Foul. Aber er kriegt den Korb nicht. Geht an die Linie nach Foul. Kelly. Mit dem ersten. Den zweiten verwandelt er, ganz sicher. Die Dragons, die wollen nicht Druck ausüben. Die lassen die Uni-Riesen jetzt immer bis in ihre Hälfte kommen. Spielen dann eine Zonenverteidigung. Sascha Arnhain mit dem Schuss. Offensiv, defensiv rüber bei den Drinks. Und es geht schnell. Justin Smith sieht in der Ecke Tim Schönborn. Und jetzt das Foul. Ja, wie geht es weiter nach diesem Spiel? Nächste Woche Samstag um 19.30 Uhr erwarten die Uni-Riesen Leipzig die Dragons Höhendorf zum zweiten Spiel in der Serie Best of Three. Und dann kommt es drauf an, steht es 1:1, werden die Dragons bereits Dienstag in einer Woche um 19.30 Uhr hier im Dragon Dome die Leipziger zu Spiel 3 erwarten. Steht es 2:0 für 1 der beiden Teams. Ja, dann heißt der Gegner Schwelm oder Wedel. Theo Laudermill, 12 Punkte Führung für die Dragons.
wieder Ballverlust. Dann ganz schnell Viktor Frankl-Maus. Er sitzt den Ball, den viel zu langen Pass von Laudermilch noch. Und Tim Schönborn für drei. Daneben bricht noch Frankl-Maus mit dem Tipp. Und das ist Smith mit dem Rebound. Jetzt ist es ein ganz wildes Spiel. Tim Schönborn. Und der Ball durch Terren Laudermilch. Sechs Minuten zwölf noch auf der Uhr. Und der nächste Steal für die Dragons. Das könnte jetzt schon die Vorentscheidung langsam werden. Justin Smith. 69 zu 53. Auszeit von den Uniriesen Leipzig. Ja, wir nutzen die Auszeit. Wir gucken uns den Playoff-Baum noch einmal an. Und schauen auch währenddessen auf die anderen Partien in der Pro B. Geht es auf den anderen Plätzen in den Playoffs aktuell. Rostock gegen Frankfurt 42 zu 42. Hanau führt in Bochum 43 zu 35. Iserlohn führt gegen Braunschweig mit 42 zu 38. Die Dragons Rhönau führen 69 zu 53 gegen Leipzig. Wedel führt deutlich gegen Schwelm mit 87 zu 84. Oldenburg führt gegen Würzburg im Duell der beiden Ausbildungsstädte 79 zu 52. Und in den Playdowns Nord führt Itzehoe gegen Recklinghausen 19 zu 10. Und in den Playdowns Süd führt Lang gegen Licht mit 36 zu 28. Wenn die Dragons heute das Spiel gewinnen können, ja, dann steht fest, ein Heimspiel gibt es nochmal. Runde 1 oder Runde 2? Das ist die Frage, die wird dann nächste Woche in Leipzig entschieden. Falco Zeit. Mit dem Pass auf Sascha Arnheim. Das sind Smith. Ganz schnell abgeschlossen. Das kann langsam schon die Entscheidung sein, der nächste Turnover der Leipziger, aber direkt der Turnover der Dragons und das Foul durch Viktor Frankl-Maus. Ja, ein sehr hektisches Spiel aktuell, viele Ballverluste auf beiden Seiten. Schön abgelegt auf Kelly. Nur noch 16 Punkte Rückstand. Ja, 20 Turnover haben die Leipziger bisher gesammelt. Die Dragons liegen bei 14 Turnover in dieser Partie. Und Justin Smith. Ja, das war Big T Laudermill, der wieder sich schön durchgesetzt hat. Zielte. 20 Punkte hat er bereits auf seinem Konto in dieser Partie. Einer seiner besseren wieder. 20 Punkte, 7 Rebounds für Theron Laudermill. Justin Smith, 20 Punkte und 8 Rebounds. Die beiden Amerikaner der Dragons. Auch die spielentscheidenden Spieler der Dragons im heutigen Spiel. Fabian Felix, 12 Punkte. Und da haben wir Turnover 21 für die Leipziger. Gucken wir mal gerade bei den Leipzigern, wer da wie gepunktet hat. Ja, George Schmidt mit 11 Punkten. Marian Schick mit 12 Punkten. Falco Teilig 11 Punkte aktuell.
und Kelly mit 10 Punkten dieser Partie. Ja, wieder verteilen sich die Leipziger die Punkte, aber sie haben zu viele Turnover in diesem Spiel. 21 Stück, jetzt ist der nächste der Franks. Schnellangriff, schön abgeschlossen durch Falco Teilig. 16 Punkte noch der Vorsprung der Franks. Und der Ball bleibt bei den Dragons, 19 Sekunden auf der Uhr. Mönowitsch wird gedoppelt, direkt wieder geht aber Kelly zurück. Er sieht im Inneren Viktor Frankl-Maus, er verlegt den Ball. Und erneut 14 Sekunden für die Dragons. Justin Smith. Yes, baby. Oh yes. Und da, das zeigt ja auch der Leipziger Bank einmal ganz deutlich. Yes, baby. 22 Punkte für ihn. Kelly mit dem Versuch. Wird aber gestoppt durch Fabian Kühnig. Sein zweiter Foul. Und Kelly steht an der Freiwurflinie. 2 Minuten 28 noch auf der Uhr. Der erste Sitz. Der zweite Ball findet sein Ziel. 16 Punkte Vorsprung noch für die Dragons. Ganzfeldpresse jetzt durch die Uni-Riesen. Sie doppelt schon weit in der Hälfte der Dragons. Langer Ball auf Justin Smith. Und er schließt ab. Unsportliches Foul. Unsportliches Foul durch Marian Schick. Ja, jetzt müssen wir mal kurz für die Leipziger reden. Wo war da, ja, ich verstehe ihn schon fast, dass er da nicht ganz versteht, was da war. Ich habe es auch nicht genau gesehen, ob er Richtung Hals gegriffen hat. Dann wäre es ein klares, unsportliches Foul gewesen. Ja, so oder so wird Justin Smith mit seinen Punkten 23 und 24 tun für die Vorentscheidung sorgen können. Punkte Vorsprung für die Dragons. Und wenn da jetzt nicht mehr ganz viel passiert, dann wenn da jetzt Ryan Schick hat sich heute nicht zum beliebtesten Spieler des Tages gemacht bei den Dragon-Fans. Aber auch körperliche Härte gehört ein wenig dazu und ich fand, er ist jetzt nicht über die Stränge geschlagen. Also nochmal. Wenn hier nichts mehr anbrennen, werden die Dragons wohl noch mit 1:0 in Führung gehen in dieser Serie Best of Three und haben damit alle Chancen am Samstag. Oh, schöner Schnellangriff nochmal durch Falco Teilig. Ja, haben damit alle Chancen kommenden Samstag in Leipzig bereits in Runde 2 einzuziehen. Und wie es so aussieht, nach dem ersten Spiel, wird es dann wohl Wedel. Dann wird die Fahrt in den hohen Norden gehen, Richtung Hamburg. Aber wie geht das jetzt mit? 25 Punkte jetzt, 8 Rebounds für den Amerikaner. Im Jersey, der Dragons. Und 26 Punkte. Ja, das amerikanische Duo der Dragons, das konnten sie nie so wirklich stoppen, die Leipziger. Aber wenn die beiden nicht mehr im Angriff waren, kam auch immer ein Fabian Fühlig, ein Tim Schönborn, der das Spiel wieder an sich gerissen hat.
Und so das Spiel entscheiden können wir jetzt mit dem Dunking Florian Wendeler. Jetzt darf er das Spielfeld verlassen. Justin Smith, 34 Minuten gespielt, 26 Punkte und 8 Rebounds. Effektivität von 35. Theo Laudermann bei 20 Punkten, 7 Rebounds und einer Effektivität von 32. Ja, das sind die beiden spielentscheidenden Faktoren heute gewesen. Die beiden Amerikaner der Dragons, die haben sie nie wirklich in den Griff bekommen. Während die Dragons nach langen anfänglichen Schwierigkeiten Kelly in den Griff bekommen haben, der daraufhin nicht mehr viele Punkte sammeln konnte und aktuell bei 12 Punkten steht. Topscorer auf Seiten der Leipziger aktuell Falko Teilig. Also, liebe Dragons-Fans, wenn Sie nächste Woche das Spiel mitbekommen wollen, dann heißt es, melden Sie sich beim Fanclub an. Fahrten im Reisebus sind organisiert. Und zwar wird es einen gemeinschaftlichen Bus geben von den Spielern und den Fans. Mit bestimmten Regeln für die Fans, damit die Spieler sich natürlich konzentrieren können auf der langen Fahrt nach Leipzig. Also, Sie wollen in Leipzig dabei sein. Ja, dann kann ich an alle nur appellieren, nach diesem Spiel fahren Sie hin, gucken Sie sich das Spiel an, egal ob Leipziger, egal ob Rönover. Das ist Playoff Pool. Falko Teilig jetzt mit seinen Punkten 16 und 17. Und aufs Feld von Marian Schick. Wie man gehört hat, an den Reaktionen der Fans. Ja, das Ergebnis spricht deutlich für die Dragons. Das sind die vielen Ballverluste bei den Leipzigern gewesen, die jetzt dieses deutliche Ergebnis ausmachen. Insgesamt war es ein, über lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, welches in jeder Sekunde in beide Richtungen hätte tendieren können. Fabian Kübig mit seinem dritten Foul. Versuchen weiter über die Ganzfeldpresse den Ball zu zielen, schaffen es auch und werden direkt wieder abgeräumt durch die Dragons Defense. Schneller Angriff über Fabian Thülig. Florian Wendler auf Savo Milic. Eine Minute noch in dieser Partie zu spielen. Ja, und da haben sie sich zu viel Zeit gelassen. 24 Sekunden vorbei. Und das bedeutet, Ballbesitz für die Leipziger. Aus der Partie geht Fabian Thülig. Ins Spiel kommt der Youngster Kostja Moschidi. George Schmidt für 3. Daneben Kostja Moschidi mit dem Rebound. Er macht das Spiel jetzt schnell. Aber verliert den Ball. Chris Flores mit dem Dreierversuch. 35 Sekunden noch auf der Uhr.
Ballbesitz bei den Unis. So. Ja, 35,6 Sekunden vor Ende der Partie. Rönnhoff wird 1-0 in Führung gehen in der Serie Best of Three gegen die Uniriesen aus Leipzig. Und das heißt, am kommenden Samstag haben die Franks in Leipzig die Chance, in die zweite Runde einzuziehen. Aber die Leipziger, ja, die darf man nicht unterschätzen. Die haben heute in einigen oder in vielen Teilen des Spiels auch ihr Können gezeigt. Und wenn die einen Lauf haben, dann können sie die Franks packen in ihrer eigenen Halle in Leipzig. Und dann sehen wir uns in anderthalb Wochen schon wieder hier im Franken Dome. Aber da warten wir jetzt erstmal ab, was passiert am Samstag bei den Uniriesen in Leipzig. Für alle daheimgebliebenen Franken-Fans. Da kann ich nur verweisen, achten Sie in den nächsten Tagen auf Social Media, auf die Website der Dragons, wie die Dragons sie über das Spiel in Leipzig informieren werden. Und schön gesehen, Alexander Angerer bringt sich nochmal ein in die Punkteringe. Der zweite Youngster bei den Dragons Grünhoff aus dem NBBL-Team. 6 Sekunden noch auf der Uhr, Foul. Wendela. Ja, bleiben Sie da auf dem Laufenden. Schauen Sie immer in die Social Media Abteilung der Dragons Grünhoff, wie Sie, wenn Sie nicht mit nach Leipzig reisen können, über das Spiel informiert werden. Und wenn Sie doch nächste Woche Samstag knapp 15 Stunden Zeit haben, dann reisen Sie doch einfach mit im Fanclub-Bus. Melden Sie sich an per E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht auf der Seite des Fanclubs bei Facebook. Und jetzt ist es vorbei. Die Dragons Grünhoff gewinnen das Spiel gegen die Uniriesen Leipzig mit 83-67. Im Endeffekt deutlich. Und reisen mit einem 1-0 nach Leipzig. Und werden in Leipzig alles versuchen, um in die zweite Runde, in das Viertelfinale einzuziehen. Aber es sind Playoffs, da ist noch nichts vorbei. So. Wir schauen noch einmal gerade in die aktuellen Live-Ergebnisse in den anderen Hallen, damit sie auch hier up-to-date sind. Die Dragons Grünhoff gewinnen 83-67 gegen die Uniriesen Leipzig. Ristwedel gewinnt 104-66 gegen Schwelm. Oldenburg gewinnt gegen Würzburg 83-61. Im dritten Viertel führen die Frankfurt Skyliners gegen die Rostock Seawolves 66-65. Die Hebeisen White Wings Hanau führen 58-55 gegen Bochum. Iserlohn führt gegen die Druff Baskets aus Braunschweig. So, wir bedanken uns bei Ihnen für 40 Minuten spannenden Basketball. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand. Schauen Sie im Social Media, auf den Websites oder per Zeitung, wie das Spiel am Samstag auch Sie erreichen kann. Und wir hören uns entweder am Dienstag, den 24. März um 19.30 Uhr wieder oder noch in Runde 2 und dann kommt es drauf an, gegen wen die Partie ist. Wir wünschen noch einen schönen Abend und alles Gute.